Ich bin Sanneke Rothenberger und heute erzähle ich euch über meine zwei tollsten Pferde. Wolke 7. Also bei uns heißt sie Wolke oder Wolki, aber sie heißt eigentlich Wolke 7. Eine Sache, die wir wirklich gemeinsam haben, ist Ordnung und Struktur. Und was Wolke kann wirklich, zwischen 9 bis 11 Uhr schläft sie morgens. So wie es bei uns normalerweise manchmal passiert, kam sie zu uns, weil mein Vater damals unbedingt einen hannoveranischen Fuchs haben wollte und so begeistert von ihr war, dass er gesagt hat, die nehme ich jetzt mit. Das war nicht Liebe auf den ersten Blick. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis wir wirklich den Klick zusammen gefunden haben. Sie wird besser, wenn sie weiß, was kommt. Sie war vor Wiesbaden nicht ganz so einfach, weil das wie bei Stuten das halt mal ist, bist du auch mal ein bisschen zickiger. Es gibt ja manchmal so diese Turniere, wo du sagst, da gehen die Pferde auf. Jedes Mal, wenn Wolke nach Wiesbaden kommt, kommt da noch so ein Schippchen mehr, was ich natürlich auch auf die anderen Turniere gerne haben möchte, aber da strengt sie sich noch einmal so richtig an. Stuttgart war natürlich jetzt richtig was Besonderes, weil wir das dann gewonnen haben und Wolke jetzt per Förderpreisgewinnerin ist mit mir. Und das war ein sehr, sehr schöner Abschluss für unser beide Saison. Meine Mutter sagt immer sehr gerne, Pferde sind halt keine Maschinen, wo du einen Chip reinstecken kannst und sagen kannst, so und jetzt möchte ich, dass du so und so läufst. Und das ist ja das Faszinierende, dass man das dann auch hinkriegt, dass man nicht einfach ein Pferd kaufen kann und sagt, okay, der hat schon alles gewonnen, jetzt funktioniert das auch hundertprozentig. So ist das nicht. Man muss sich zusammenfinden und das klappt manchmal nicht, das klappt manchmal schon. Und wenn es klappt, ist es natürlich umso schöner und macht natürlich viel mehr Spaß. Devro kam im gleichen Jahr zu uns wie Wolke. Meine Mutter wollte ihn erst gar nicht haben, aber ich fand ihn so toll, ich habe mich sofort in ihn verliebt. Das ist wieder was ganz anderes. Dass wir so lange diskutiert haben, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren das. Was wirklich, wirklich schön ist, ist, dass wir beide einfach alles zusammen gelernt haben. Also wir haben beide mehr in die Juniorentour uns reingefunden. Wir haben beide die junge Reitertour gelernt, wie Pirouette funktioniert, wie nicht nur ein Wechsel funktioniert, sondern Dreierwechsel auf der Diagonalen. Dann, was ist eigentlich Passage, was ist eigentlich Piaffe? Devro liebt Essen. Für ihn ist Essen das Wichtigste, was es gibt. Aber ich glaube, man sieht, er ist nicht am Verhungern, obwohl er es vielleicht manchmal glaubt. Seine Aura so ein bisschen so, ja, setz dich jetzt drauf, komm, halt dich fest, wir machen das jetzt. Und so ein bisschen, er ist auch tollpatschig, er weiß manchmal auch nicht, ob da was Gutes ist oder nicht. Aber er hat immer gesagt, okay, wenn du jetzt sagst, das ist nicht schlimm, dann gehen wir jetzt einfach mal dahin. Eigentlich bin ich da hingegangen und habe gesagt, ich will eigentlich nur Spaß haben, weil so viele Chancen auf das Team für die Senioren hatte ich nicht. Aber ich dachte, okay, ich streng mich jetzt an. Ich zeige denen, dass ich da auch gar nicht so schlecht bin. Und das habe ich dann auch gezeigt. Also 74%, das ist bis jetzt so meine Höchstpunktzahl im Grand Prix. Und der ging echt, ja, ich glaube, er hat auch gemerkt, so, das ist jetzt wichtig. Und deswegen, wegen diesem Grand Prix, war ich dann auf der Longlist mit ihm und für die Senioren Aachen. Diese Pyretten, das kann nicht jedes Pferd so. Was mein Ziel für die nächste Zeit ist, ist, dass wir wirklich noch ein paar schöne Momente erleben und alle Erfolge, die noch später kommen, sind so das Sahnehäubchen obendrauf, weil sie haben mir schon so viel gegeben, dass ich so dankbar bin, auch für meine Eltern, dass sie mir das auch ermöglicht haben.
So, jetzt habt ihr was über meine zwei schönen und tollen Pferde gehört und das nächste Mal erzähle ich euch mal, wie alles bei mir begann.